Es ist vorbei. Der Scharfrichter ist tot. Und meine Männer? Geschlachtet. Verdammte Hexen und ihre Zauber! Zur Hölle mit ihnen! Was ist mit Vater? Tut mir leid, Junge. Der Henker hat ihn gevierteilt. Gevierteilt? Ah! Dann gehört der Stand jetzt mir! Und die Ware auch! Was zum Teufel? Ist er verrückt geworden? Meine Gebete wurden erhört. Mein dämlicher Vater wird mich nicht mehr rumkommandieren. Ihr könnt seine Knochen den Hunden vorwerfen. Ich scheiß drauf! Kleiner Drecksack. Ungnädige Maria, er wird in die Kehle rausreißen! Es ist Gottes Wille. Er ist tot. Wieso habt ihr das zugelassen, Inquisitor? Tiere handeln instinktiv. So ist nun mal das Wesen der göttlichen Naturgesetze. Der Mensch sollte nicht dagegen angehen. Ich verstehe das nicht. Freund ist nicht aggressiv. Es ist nicht seine Schuld, Frechdachs. Er folgte dem heiligen Ruf des Blutes. Das wäre nicht passiert, wenn der Händlersjunge ihn nicht gequält hätte. Oh, so war das also. Der Hund hat es dem Balg mit gleicher Münze heimgezahlt. Nun, es wäre gelogen, würde ich behaupten, es täte mir leid. Fühlt ihr euch wohl, Meister Madadin? Ihr seht mitgenommen aus. Ja, ich bin nur müde. Ich habe da etwas, das euch guttun wird. Nehmt einen Schluck. Was ist das? Teufelswein aus dem Königreich Polen. Brennt in der Kehle, aber bringt dafür das Blut in Wallung. Ihr solltet ihn jedoch in Maßen genießen, sonst holt der Überschwang die Vernunft ein. Boah. Boah, starkes Zeug. Aber gut, das werdet ihr schnell merken. Ich verlasse euch jetzt, wenn's recht ist. Ich muss ein Wörtchen mit den Gebrüdern Finkelstein wechseln. Geht nur. Ich brauche euch nicht mehr. Aber hütet euch vor den Drillingen. Die gierigen Bastarde sind gefährlich. Ja, das habe ich schon zu spüren bekommen. Verschwinde, Kleine. Hier gibt es nichts für dich. Komm, Freund. Gehen wir. Ihr zwei, holt eine Totenpritsche. Alle anderen folgen mir.
Celestis. Spiritus Primus. Wo sind die Gebrüder? Woher soll ich das wissen, mein Herr? Sie treiben sich vermutlich irgendwo rum. Ihr wisst es ganz sicher nicht? Denkt nach. Vielleicht haben sie was erwähnt. Ja, ja. Jetzt fällt es mir wieder ein. Sie wollten zum Dirnenhaus zügellos und hatten ein Balg dabei. Sie nahmen ein Kind mit zum Dirnenhaus? Es ging vermutlich um ein großes Geschäft. Die Brüder schließen ihre Geschäfte immer dort ab. Ich weiß, wo das ist. Bist du mir gefolgt, Frechdachs? Die Stadt ist klein, Inquisitor. Ja, das hat man mir schon mal gesagt. Für einen Silberengel bringe ich euch zum Bordell. Na schön. Gehen wir.
Sag mal, was machst du eigentlich mit dem Geld? Du hast mir eine ganze Menge abgeschwatzt. Ich verplempere es nicht, falls ihr das meint. Also, was stellst du damit an? Ich helfe den Bedürftigen. Sehr lobenswert. Aber naiv. Wieso? Weil du nicht jedem helfen kannst. Manchen aber schon. Hast du Angst? Sie sehen komisch aus, aber im Moment sind es nur Wolken. Ganz genau. Na los, Inquisitor, wir verplempern Zeit. Satanzwerg. Ich habe gehört, im Hafen sollen Leute verschwunden sein. Meinst du, das könnte was mit diesen Wolken zu tun haben? Todsicher. Das Ende der Welt ist nah. Ihr werdet alle sterben. Und gnädige Mutter Gottes, beschütze uns.
Die Flotte Greta kommt mit mir. Von wegen. Du hattest sie letztes Mal. Jetzt bin ich dran. Nicht zanken. Lass die Damen selbst entscheiden. Und wer bist du jetzt? Der gute Onkel? Ja, ihr entscheidet heute nicht. Also haltet die Klappe. Sieh an, der Inquisitor. Wir haben gerade über euch gesprochen. Ihr habt mich zum Narren gehalten. Ihr wusstet, woher der Dolch stammte, nachdem ich euch fragte. Und doch habt ihr mich belogen. Auf dieser Welt gibt's nichts umsonst, Meister Madadin. Inquisitoren zahlen nicht für Informationen. Sie stellen Fragen und bekommen früher oder später Antworten. Tja, von uns werdet ihr keine Antworten kriegen. Für Langwaffen ist hier nicht genug Platz. Ich mache das. Wartet mit den Damen draußen. Ich komme gleich nach. Von wegen. Inquisitor. Für Langwaffen ist hier nicht genug Platz. Für die Information zahle ich gern. Sagt mir nur, wie viel. Verpisst euch, Inquisitor! Für Langwaffen ist hier nicht...
Ihr habt mich... Inquisitor. Unser Fettsack war schnell. Oh, Scheiße. Übrig. Defenden uns im Leben.
als hätte er seine Wunden versorgt. Ein Verwundeter auf der Flucht muss doch jemandem aufgefallen sein. Stein hat mich fast umgehauen. Er rannte, als sei der Teufel hinter ihm her. Eher ein gehörnter Ehemann. Die halbe Stadt will ihm doch an den Kragen. Stimmt. Er war verletzt. Es muss einen Zweikampf gegeben haben. Muss ein starker Gegner gewesen sein. Jonas ist ein meisterhafter Fechter. Wer genug Steine wegtritt, findet einen Skorpion. Finkelstein versteckt sich hier irgendwo. Ich fühle es. Wie ich hörte, hat Clotilda ihren Gatten vor das Maul der Untreue gezerrt. Und? Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Woher wisst ihr, dass er sie betrogen hat? Wir hatten was miteinander. Was? Ihr auch? Diese verdammten Wolken machen mir Angst. Dann hör endlich auf, sie anzustarren. Ich kann nicht. Mein Kopf neigt sich von selbst nach oben. Ihr müsst von Satan besessen sein. Schnell, spuckt über eure linke Schulter. Wird das helfen? Schaden wird's nicht. Schick euch zu eurem Schöpfer, Drecksack! Es war wohl ein Fehler, dich zu retten. Ein Fehler, den ich nicht begehe. Nur ein Narr gewährt seinen Feinden Gnade. Sieh an. Du kennst die Heilige Schrift. Wer hat sie dich gelehrt? Deine Mutter?
Meine Mutter starb, als ich 2 war. Ich erinnere mich kaum an sie. Dann hat der Händler also dich gemeint. Warum hast du dich für sie entschieden? Die Drillinge waren mal die besten Attentäter. Nun sind sie leider senil. Und das Geld? Wo hast du es her? Mein Vater besaß viel. War wohl keine kluge Investition. Und weißt du auch warum? Inquisitoren werden von Gott höchstpersönlich beschützt. Blödsinn! Ich werde euch sterben sehen! Es ist leicht, eine Ermordung zu beauftragen. Aber selbst jemanden zu töten, das ist etwas völlig anderes. Keinen Schritt näher, oder ich tue es! Wirklich! Stopp! Halt, oder ich bringe euch um! Kaltblütig? Es wird dich dein Leben lang verfolgen. Satan wird nach deiner Seele greifen. Du wirst ihn nie wieder los. Wähle nicht denselben Weg wie dein Vater. Er führt dich nur ins Verderben. Hör auf die Stimme Gottes, Junge. Lass dich von ihr führen. Wo bin ich? Ruhig. Ich werde es euch erklären. Ihr sitzt auf einem Inquisitionsstuhl. Ein wunderbares Instrument. Es löst die Zunge und ermutigt selbst die Unwilligen zum Reden. Seht ihr die Kurbel? Wenn ich sie drehe, treten langsam eiserne Dornen aus den Löchern im Stuhl hervor. Sie sind äußerst spitz. Je mehr ich drehe, desto weiter kommen sie raus. Erst durchstechen sie Kleidung und Haut. Dann gehen sie durch Eingeweide und Hoden, bis sie auf der anderen Seite rauskommen. Natürlich mache ich es langsam. Nach dem Inquisitionsschema. Der wirksamsten Methode für die Durchführung einer Befragung. Frage, Schmerz. Frage, Schmerz. Frage, Schmerz. So geht es weiter. Methodisch und ohne Mitgefühl, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Na? Glaubt ihr immer noch, dass ich von euch nichts erfahre? Lutscht meinen Schwanz, Inquisitor! Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Sagt mir alles, was ihr über den Dolch wisst, den ich euch gezeigt habe. Er ist eine von 3 Klingen. Wir fanden ihn im hohen Norden, in den Ruinen einer antiken Stadt. Ich sag euch alles. Da war auch noch ein Schwert.
und eine Speerspitze. Was habt ihr damit gemacht? Wir haben das Schwert an den Kardinal verkauft. Die Speerspitze an die Gräfin. Sie sollte auch den Dolch bekommen. Aber jemand gab sich als ihre Dienerin aus. Was wollten Sie damit? Weiß ich nicht. Die Gräfin sammelt altes Zeug. Und der Kardinal? Hat er was gesagt? Nein. Er gab uns einfach nur das Geld und nahm das Schwert. Unsinn. Ihr habt den unaufrichtigen Pfad gewählt. Der Schmerz führt euch zurück zur Wahrheit. Stopp! Der Kardinal erwähnte Räuchlin. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Räuchlin. Sein Name taucht überall auf. Ich sollte mir sein Grab ansehen. Vielleicht finde ich dort Antworten. Ich hab euch alles gesagt, was ihr wissen wolltet. Dreht die Dornen raus. Ich bitte euch. Inquisitor!